Ihr werdet nicht glauben, was da drin ist. Richtig, Leute, da ist eine Phantom 3 drinnen. Woohoo! Und zwar gehört sie nicht mir, sondern gehört die meinem Vater. Ich wusste zwar, dass er die hat. Die hat er auch schon irgendwie seit, weiß nicht, wie lange es die schon gibt. Jetzt, glaube ich, fast ein Jahr oder sowas. Und ich habe gar nicht realisiert, dass ich die ja vielleicht sogar auch in meinen Videos fliegen kann. Habe ich gar nicht dran gedacht. Und jetzt habe ich dann mal irgendwie dran gedacht, ach stimmt, du hast ja eine Phantom 3. Dann kann ich die ja auch mal in Videos fliegen. Und deswegen habe ich die jetzt mal hier mitgebracht, ne? Nee. Ja, ist doch nice, oder? Hier ist noch ein Akku. Und da ist auch schon Akku drin. Also wir haben zwei Akkus. Ja, Leute, Alter. Wir können eine Phantom 3 in unseren Videos benutzen. Ah, hier sind die ganzen Propeller. Also holen wir die hier mal raus, ne? So, den Koffer weglegen. Also heute werde ich die noch nicht fliegen, weil ich das erstens noch nicht weiß, wie das so alles funktioniert. Da nehme ich lieber meinen Vater mit. Nice! Alter! Und ich habe ja kein iPad oder so und auf meinem Handy ist das viel, viel, viel zu klein. Also das geht nicht. Aber ich habe ja dieses Samsung-Tablet da. Damit müsste das eigentlich funktionieren. Aber das werdet ihr wahrscheinlich morgen erst sehen. Für mich ist ja heute Donnerstag. Ich mache mal, glaube ich, das Licht an. Das ist besser. Das werde ich wahrscheinlich erst morgen machen. Ja, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich alle, warum keine Videos kamen. Und zwar, ich habe gemerkt, wenn ich Videos hochlade, die mir nicht gefallen, die gefallen euch auch nicht. Weil das waren einfach so Tage unter der Woche, wo ich Schule hatte, wo ich nichts gemacht habe und einfach versucht habe, irgendeine Scheiße zu labern. Und das ist ultra schlecht angekommen und das fand ich auch ultra scheiße. Also habe ich sowas gelassen und deswegen werde ich sowas auch inzwischen nicht mehr hochladen. Ich habe am Sonntag mit meinem Vater nochmal Weihnachten nachgefeiert, weil an Weihnachten war ich mit meiner Mutter unterwegs. Zu Weihnachten habe ich habe dieses ganze Setup hier bekommen. Das ist so dermaßen heftig. Und ich habe, weil das brauchte ich halt eigentlich mal zum Skypen. Und zwar, ich habe die Webcam von Logitech, die C922 irgendwie bekommen. Und die steht hier oben gerade auf meinem Bildschirm. Und die ist auch richtig, richtig geil. Nein, 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 die Drohne gehört nicht mir. Die gehört immer noch meinem Vater und die wird auch immer noch meinem Vater gehören. Ich werde einfach wahrscheinlich nur damit fliegen dürfen. Und wahrscheinlich auch nur unter seiner Aufsicht und bla bla bla. Ist doch nice, oder? Ist doch richtig, richtig stark. Ah, ist das geil. Ist das geil. Ich glaube, ich mache erstmal wieder die Propeller runter, sonst brechen mir die noch ab. Und das wäre ziemlich schade. Und wir haben am Mittwoch die Arbeit über das Deutschbuch geschrieben. Das war so verdammt lächerlich. In der Arbeit musste ich eine Zusammenfassung über das Buch von Seite 0 bis 100 nur machen. Ich hätte über die nächsten 300 Seiten kam nichts vor. Wir mussten die eigentlich überhaupt nicht lesen. Das war so verdammt unnötig und das hat mich so aufgeregt. Der war richtig easy, der Test im Endeffekt. Der war sowas von einfach. Aber ich meine, es ist halt Schule. Kann man nichts machen. Ist das nicht geil? Ich kann damit richtig coole Aufnahmen machen. Juhu! Hey Siri, wie wird das Wetter am Wochenende? Leider sieht es für dieses Wochenende nicht so gut aus. Nein. Die Temperatur fällt auf minus 6 Grad und es gibt Schnee. Was? Oh nein, bitte nicht! Ich bin die zwar schon mal geflogen, aber auch nur so kurz. Ich habe gestern Abend mit meinem Vater zusammen Joghurt gemacht. Und das haben wir heute Morgen gegessen, haben es auch nicht ganz leer gegessen. Und da habe ich mir gerade nochmal eine Schüssel von geholt. So, es ist jetzt inzwischen ein wenig später. Wir haben schon 19.30 Uhr. Und zwar eigentlich wollte ich euch das einfach nur zeigen, dass ich jetzt wieder Videos am Wochenende hochlade. Unter der Woche habe ich wenig Zeit und ich kann halt einfach nicht so viel filmen, weil ich eben wenig Zeit habe. Und ich hatte gerade eben noch ein Skype-Gespräch. Habe auch mal die neue Kamera ein bisschen ausgetestet. Naja, und damit würde ich auch den Vlog beenden. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Ich weiß nicht, ob es schon alle von euch gecheckt haben. Ich habe mir einen neuen Snapchat-Account gemacht. Schon irgendwie vor anderthalb Wochen oder so.
Da ist hier gerade mein Snapcode eingeblendet. Ich würde mich super freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Das würde mich super doll freuen. Und ja, schaut unten in die Videobeschreibung. Da sind sonst auch die Links zu meinen anderen Social-Media-Plattformen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich in einem anderen Video wieder. Bis dahin. Tschüss.